In der Regel haben Fische eine stromlinienförmige Gestalt. Ihr Körper besitzt keine lang abstehenden Gliedmaßen. So können sie sich mit geringem Kraftaufwand im Wasser fortbewegen. Hierzu benutzen die meisten Fische ihre Flossen. Die Schwanzflosse und das vordere Flossenpaar erzeugen den Vortrieb beim Schwimmen. Einige Fische, wie dieser Aal, schwimmen durch Schlängelbewegungen mit ihrem ganzen Körper. Fische haben ein ganz besonderes Sinnesorgan, das Seitenlinienorgan. Hiermit können sie geringe Wasserbewegungen wahrnehmen und so auf Hindernisse oder andere Tiere reagieren. Außerdem besitzen Fische eine Schwimmblase, die in der Bauchhöhle liegt. Mit ihrer Hilfe können sie sich ohne große Kraftanstrengung in jeder Wassertiefe bewegen.